Willkommen zurück zu Entdecke die Welt, der Doku-Reihe für Reisen in Nah und Fern. Mein Name ist Werner Götz und ich befinde mich derzeit auf den niederländischen Antillen in der Karibik, konkret auf der Insel Aruba. Nach einer Woche geht es weiter nach Curaçao. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wünsche viel Spaß mit diesem Film. Untergebracht sind wir in der Nähe des Palm Beach im Boardwalk Boutique Hotel. Rund 50 unterschiedlich gestaltete Appartements in einer grünen Anlage mit zwei Swimmingpools und maximal zweigeschossigen Gebäuden. Keiner der großen Hotelblocks direkt am Strand gelegen, sondern etwas landestypisches, individuelles. Will man zum Strand, muss man etwa 5 Minuten laufen. Die Gäste kommen vorwiegend aus den Niederlanden und den USA, wie die meisten Besucher Arubas. Die Appartements haben eine eigene Terrasse oder Balkon mit Grillmöglichkeit und sind recht großzügig bemessen, mit Wohnraum, Küchenzeile, Schlafzimmer, Bad und separate Toilette und Dusche. Wir sind am Palm Beach, sicherlich der bekannteste auf Aruba. Weißer feiner Sand, Palmen, Bars, große Hotelanlagen mit eigenen Casinos und zahlreiche Wassersportmöglichkeiten locken viele Menschen an. Der 3 Kilometer lange Strand wird zusammen mit dem benachbarten Eagle Strand auf TripAdvisor's Traveler's Choice in der Liste der besten Strände der Welt auf Platz 7 geführt. Das Wasser leuchtet in Aquamarin, der Sand ist weiß und weich. Es gibt kaum Strömungen und das Wasser fällt flach ab. Was will man mehr? Vielleicht weniger luxuriöse Hotelburgen? Der Strand ist gesäumt von großen Hotels. Mithin liegt das touristische Zentrum Arubas am Palm Beach. Palm Beach selbst ist zugleich eine Kleinstadt mit Shopping-Malls, Restaurants, Geschäften, Casinos und der einzige Ort auf Aruba, wo 14-stöckige Hotelgebäude errichtet wurden. Ein eigenes Refugium auf die größte Besucherzielgruppe zugeschnitten, auf amerikanische Touristen. Der Strand ist öffentlich zugänglich und nicht überfüllt. Privatstrände gibt es nicht, außer unser kleines Boardwalk, das hat einen kleinen Abschnitt für sich. Der ist aber auch öffentlich zugänglich, nur die Schirme und Liegen, die sind den Gästen vorbehalten. Für Getränke und Essen sorgen Mitarbeiter eines Restaurants auf Segways.
One Happy Island, so tituliert sich Aruba selbst. Die Menschen sind gelassen und sehr freundlich. Das zeigt sich auch in Oranjestad, der Hauptstadt Arubas. 1796 gründeten die Niederländer hier das Fort Zoetmann und schufen die Grundlage für die Stadt mit ihren knapp 30.000 Einwohnern. Das Fort soll heute ein sehenswertes Museum sein, ist jedoch bis auf Weiteres geschlossen. Im Herzen der Stadt, im Downtown, finden sich zahlreiche schöne Gebäude aus der niederländischen Kolonialzeit. Übrig geblieben aus dem Goldrausch des 19. Jahrhunderts. Die Wilhelminastraat ist die zentrale Einkaufsstraße Oranjestads. Eine Straßenbahn verbindet den Hafen mit der Innenstadt. Die scheint aber nicht in Betrieb. Vermutlich laufen momentan zu wenig Kreuzfahrtschiffe Aruba an. Patenbay, die Pferdebucht. Über die Innenstadt verteilt finden sich 8 blaue Pferdeskulpturen. Im 17. und 18. Jahrhundert spielte der Handel mit Pferden aus Venezuela eine große Rolle. Heute ist nur sehr wenig los in der Innenstadt, kann aber auch der frühen Tageszeit geschuldet sein. Für musikalische Dauerbeschallung in der Wilhelminastraat sorgen Lautsprecher an den Laternen. Von karibischen Rhythmen bis Rock ist alles dabei. Und einige Läden spielen dazu ihre eigene Musik. Etwa jeder dritte Laden war geschlossen, Auswirkungen der Pandemie. Aruba erwirtschaftet rund 70% des Bruttosozialproduktes allein durch Tourismus. Wenn der einbricht, das hinterlässt Spuren. Mehr los ist am Hafen der Stadt. Hier finden sich am Marktplatz zahlreiche Geschäfte, nicht nur Souvenirshops, sondern auch einige schöne Kunsthandwerksläden. Zudem Cafés und Restaurants. Einst war Aruba der weltgrößte Exporteur von Aloe Vera. Eingeführt wurde die Pflanze 1840, bald darauf sollen große Teile der Insel damit bedeckt gewesen sein. Erfahren kann man das bei einem Besuch der Aruba Aloe Factory am Rande von Oranjestad gelegen. Die Firma wurde 1890 gegründet und ist eines der ältesten heute noch bestehenden Unternehmen Arubas. Die Besichtigung des Museums, der Produktion und Plantage inklusive Führung sind kostenlos. Natürlich gibt es einen Laden, in dem die Körper-, Sonnen- und Hautpflegeprodukte eingekauft werden können. Zurück in der Palm Beach Region lohnt der Besuch der Butterfly Farm, der Schmetterlingsfarm. Bietet der Ort doch eine wunderbare Gelegenheit für eine Begegnung mit den filigranen Wesen in all ihrer Schönheit und Vielfalt. Dazu wurde ein tropischer Garten angelegt, in dem es von den farbenprächtigen Schmetterlingen nur so wimmelt. Hier lässt sich der Lebenszyklus dieser Tiere vom Ei über die Raupe zur Puppe und zum Schmetterling hin beobachten. Thank you.
sind an der Nordwestspitze der Insel. Hier befindet sich das California Lighthouse, rund 30 Meter hoch. Den Namen hat das Bauwerk von dem vor der Küste 1891 gesunkenen Dampfschiff California. Umgeben ist der Turm von zahlreichen Sanddünen und er gilt als Sehenswürdigkeit und Wahrzeichen Arubas. Ist ein beliebtes Ziel für die Autosafaris auf der Insel. Nicht weit weg liegt der Kitespot Fisherman's Huts. Aruba gehört zu den Inseln unter dem Winde. Diese Bezeichnung ist wörtlich zu nehmen, bläst hier doch beständig ein meist recht kräftiger Wind. Ideale Voraussetzung also zum Kitesurfen. Dabei steht der Sportler auf einem Board, ähnlich einem kleinen Surfbrett, und wird von einem Lenkdrachen gezogen. Man nimmt dabei ganz schön Fahrt auf und kann auch meterhohe Luftsprünge machen. Wir sind auf dem Weg zu Arubas ältester und wichtigster Kirche, der Alto Vista Chapel, respektive dessen Neubaus aus dem Jahr 1952. Er basiert auf einem Vorgängerbau von 1750. Man hat ihn auf den Ruinen der alten Kirche St. Anne aufgebaut, ursprünglich von Domingo Silvestre errichtet, einem venezolanischen Missionar. Der Platz hat für die Bewohner Arubas eine hohe Bedeutung, da von ihr aus die Christianisierung der ursprünglich hier lebenden Caquetio-Indianer ausging. Am Karfreitag findet eine Wallfahrt vom 11 Kilometer entfernten Oranjestad statt und einmal die Woche eine heilige Messe. Die Ayo-Rock-Felsformation. Von Wind und Wetter geformte Felsen türmen sich zu bemerkenswerten Formationen auf. Manche sehen aus, als hätten Riesen mit großen Murmeln gespielt. Kein Wunder, dass die einst hier lebenden Arawak-Indianer diese Stätte als heilig ansahen. Zwischen den hoch aufragenden Steinfelsen sollen die Indianer ihre Riten vollzogen haben. Geologen zufolge entstanden die Felsgebilde im Laufe von Jahrmillionen durch Erosion. Neben dem Ayo-Rock
gibt es auf Roba eine weitere derartige Felsformation in Kasibari. Schön angelegte Wege, zum Teil im Schatten, führen durch den Park mit den Steinformationen. Ganz so spektakulär wie die in Ayo sind sie nicht, können jedoch bequem erklommen werden auf Stufen. Sie finden in Arubas schroffer Landschaft und dem Klima ein passendes Zuhause. Die Herde von etwa 80 der imponierenden Vögel dient ausschließlich touristischen Zwecken. Wir sind gerade die einzigen Besucher der Straußenfarm. Entsprechend wenig motiviert ist der Guide. So nah kommt man ihnen selten und sie sind schon wirklich groß. So bis um die 2,70 Meter. Weiter geht es über eine Piste zur nahegelegenen Natural Bridge oder den Resten, die übrig sind. Bis sie 2005 kollabierte, war sie eine der größten Naturbrücken der Welt. 30 Meter lang, 8 Meter über dem Meeresspiegel. Doch das war einmal und die Brücke heute lohnt wenig. Dafür ist dort ein kleines Touristenzentrum mit Cafés und Shop. Nahegelegen finden sich mit den Bushibirana Gold Mills einige Ruinen einer alten Goldmühle. Hier hatte man im 19. Jahrhundert während des Aruba-Goldrausches das Erz der Minen verarbeitet. Einmal quer über die Insel, sprich 10 Kilometer entfernt, finden sich weitere Ruinen einer alten Goldmühle, der Balashi Gold Mills. Gelegen in malerischer Umgebung an einem See, von dornigen Büschen umwuchert, dazwischen große Kakteen. Hier lässt sich wunderbar wandeln und die Gegend genießen.
Edelmetall war von 1825 bis 1915 der wichtigste Wirtschaftsfaktor auf der Insel, bis es vom Öl abgelöst wurde, dessen Ende dann um 2009 kam. Seitdem ist es der Tourismus. Insgesamt wurden auf Aruba in den 90 Jahren 1700 Kilogramm Gold gewonnen. Wir haben uns einen Allrad-Jeep gemietet und sind im Arikok-Nationalpark im Südosten der Insel unterwegs. Er erstreckt sich bald über 20% der Inselfläche. Dort ist, je nachdem, wo man hin will, Allrad gefordert. Felsige und teils steile Pisten, wenn denn überhaupt die richtige zu erkennen ist, fordern ganzes Können. Und ohne Erfahrung mit schwierigem Offroad-Terrain sollte man auf einen der angebotenen Ausflüge zurückgreifen, was auch die meisten machen. Nur mit dem Geländefahrzeug erreichbar ist der Naturpool Conchi an der rauen Küste gelegen. Ob der Weg lohnt, bleibt jedem überlassen. Wir benötigten für die 10 Kilometer hin und zurück etwas über eine Stunde reine Fahrzeit. Am Ziel, der Conchi Pool. Laut Tourist Office ist das hier die bedeutendste natürliche Attraktion der Insel. Man kann in diesem geschützten Naturpool auch baden, auf eigenes Risiko. Die Strömungen und Brandungen außerhalb des Pools im offenen Meer im Nordosten sind lebensgefährlich. An dieser menschenleeren Küste herrscht der wilde Atlantik.
Natürlich muss man wieder zurückfahren, aber der Weg scheint jetzt einfacher und kürzer. Oder man hat einfach eine bessere Spur gewählt. Wieder am Besucherzentrum angekommen, geht es auf besseren Straßen weiter, teils geteert, teils eine ordentliche Piste. Wir fahren gemütlich durch eine für die Karibik surreale Gegend. Eine staubige, trockene, mit Kakteen und Sukkulenten bewachsene, wüstenartige, leicht hügelige Landschaft. An der Küste immer mal wieder weiße Traumstrände, ohne Palmen. Baden ist auch hier ob der Strömungen und Brandung nicht angesagt. On your own risk, not recommended. So ein Ranger. Die ganze Gegend besteht aus Kalkstein. Entsprechend wurden im Laufe der Jahrmillionen Höhlen herausgewaschen. So wie die Fountain Cave. Die nutzten schon die Indianer vor über 1000 Jahren. In dieser Höhle finden sich einige gut erhaltene Wandmalereien und in den Nischen auch Schlangen und anderes Getier. Nur ein paar Minuten später erreichen wir die Quad Yerikiri Cave. Besonders schön, in zwei größeren Hohlräumen fällt durch ein Loch in der Decke Licht und leuchtet sie aus. Hier leben viele Fledermäuse, die in der Dämmerung die Höhle verlassen. Es ist übrigens überall recht ruhig, es sind kaum Besucher unterwegs. Man kann die Stille genießen.